Ich kann zu meinen Runs schon fast gar nichts mehr sagen. Ich habe es jetzt geschafft, mit Kane Blue Baby zu schaffen. Jetzt hat mit Samson. Den Boss Rush haben wir sogar mit Samson gemacht. Ich habe gehört, ihr wollt Eden. Das hier spawnt Fliegen. Spinnen natürlich. Ich weiß nicht, das ist jetzt kein übertrieben guter Start mit Eden. Oh, warte mal, hat der... Oh, das Range Up. Kann das sein, dass das richtig kacke ist? Wir lassen das mal so. Oh, wir sind sehr langsam, ne? Ist jetzt noch nichts, wo ich sage, ja, Restart hier und da. Eden hat immer eine geile Freeze. Eden ist für mich einfach der Elvis unter den Isaac-Spielern. Aber... Naja. Oh, da glitscht erstmal die Spinne durch. Joa, das ist jetzt so ein Tralala am Anfang. Genau, und hat einen Tanuki-Schwanz, richtig. Also... Nicht der beste Eden-Start, den man sich wünschen kann. Sehr langsam die Tiers. Sehr langsames Movement. Aber okay, hey, komm. Wir haben jetzt schon viel aus schlechten Runs rausgeholt. Solange es nicht so ist wie bei unserem ersten Eden-Run, wo wir eine Träne alle 2 Sekunden geschossen haben, bin ich jeder Herausforderung gewachsen. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ja, Duke, jetzt ist aber langsam mal gut, ne? Irgendwann kannst du auch mal Feierabend machen. Ich mache noch nicht Feierabend, so wie das hier aussieht. Speed, Range and Damage Up. Oh, mit den ganzen Spritzen bin ich noch nicht ganz so vertraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, da hänge ich noch ein bisschen hinterher. Ich weiß zwar in etwa, aber auch irgendwie nicht. Komm. Nein, ich mag das gar nicht, oder? Komm, was soll's. Ich mag Flaming Tears gar nicht. Weil Flaming Tears selber sehr bösen Damage machen können, weil die halt manchmal explodieren und wenn du es direkt an einem Gegner dran machst, das heißt, du musst immer weit weg vom Gegner stehen, ist nicht so mein Ding. Ich sehe es jetzt gerade erst, wir haben nur blaue Herzen. Ich sehe es jetzt erst. Wir haben nur blaue Herzen. Das ist ja gefühlt ein Blue Baby Run. Was? Glossgirl mal gut. Gute Nacht. Das ist ja nicht nur gefühlt ein Blue Baby Run. Das ist verfickte Scheiße ein Blue Baby Run. Vielleicht mit der einzigen Tatsache, dass wir eventuell wie man mit Azazel Herzen aufnehmen können, sobald wir einen Herzcontainer haben. Okay. Das ist zum Beispiel schon mal ziemlich fies. Weil das meine ich nämlich, wenn die Flaming Tears dann nämlich erstmal explodieren, dann machen die zwar gut Schaden, aber machen dann auch Schaden an dir selber, wenn du direkt daneben stehst. Finde ich jetzt nicht so geil. So, das ist weiteres Damage, aber was will ich machen für Deals? Fliegen für 3 Seelenherzen? Gut, ich kann auch einfach sterben, aber das ist Quatsch. Ja, die Flammen machen keinen Schaden, das ist richtig. Aber die Explosion, und darum geht's mir. Ich renne viel zu oft in die Explosionen rein. Alter, guck mal, wir haben sogar eine rote Träne. Was haben wir denn eigentlich für Items? Ach, durch das Blood-Item. Ist wie Blue Baby, nur stylischer. Das ist richtig. Oho, davon zu. Aber ein HPA wäre mir trotzdem deutlich lieber gewesen. So wird das natürlich eine richtig herbe Herausforderung. Aber ich gehe sie gerne an. Catacombs. Muss halt echt aufpassen, dass ich definitiv nicht mit den Tränen schieße. In der Nähe des
Gegners oder auch Steinen. Auch Steine können dich da kaputt machen. Das ist Monstrous Lunge. Oh mein Gott. Okay. Wie krass wird das jetzt? Ich brauche gefühlt 100 Jahre zum Aufladen, ne? Aber wenn, dann könnt's reinhauen. Bin ich noch nicht überzeugt von, was ich davon halten soll. Problem ist, sieht geil aus, aber wie geil ist es in der Realität? Es sieht schon sehr geil aus. Braucht halt 100 Jahre zum Aufladen, aber... Ja, komm. Es sieht super geil aus, aber ich hasse es, wenn ich so ewig lang aufladen muss. Ich hasse das. Absolut nicht mein Fall. Ja, genau das meinte ich. Das ist der Nachteil. Das ist der große Nachteil. Jawohl, deswegen mach ich die Kacke kaputt. Weil da das Seelenherz drunter sein kann. Und ich brauche die Seelenherzen wie nichts Gutes. Gehe ich noch in den Shop? Ich gehe noch in den Shop. Ah, sehr geil. 7 Sekunden aufladen, das ist böse. Aber das dauert schon auch echt verdammt lange. Ich nehme die Seelenherzen mit, wie es nur geht. Aber ich hatte auch einmal mit Azazel so einen Run, wo ich echt ewig aufgeladen habe. Das war scheiße. War ja auch nie wieder. Ich bin auch gar nicht so der Fan von Monstrous Lunge. Ich finde, du hörst so, die Leute feiern so krass Monstrous Lunge und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so geil finde ich es gar nicht. Wie gesagt, das sieht hier schon ganz schön monströs aus, aber spätestens bei Isaac hast du Probleme. Denn wir haben einmal, oh fuck, mit Monstrous Lunge Isaac gemacht und das war nix. Mit Monstrous Lunge hatten wir Isaac nämlich damals nicht besiegt. Die Sojamilch wäre jetzt natürlich nice, weil dann müsstest du nicht mehr so lange aufladen, das stimmt. Na, ich bin nicht überzeugt. Dauert mir alles ein bisschen zu lang. Aber ich lasse viel zu früh mal los. Bringen wir das. Da musst du dich nämlich mehr auf dein Movement konzentrieren. Genau, Soymilk mit ganz viel Damage und die Sache wäre ein Heimspiel.
Man muss halt auch erstmal kriegen, ne? Haben wir hier? Achso, wissen wir gar nicht. Parasite. Splitten die sich jetzt an der Wand? Okay, hübsch. Nicht unerotisch, dass die sich splitten. Und das hasse ich an diesem Feuerding. Ich hätte das Feuerding einfach nicht aufnehmen dürfen. Ich hasse das. Ich wusste, dass ich das hasse, aber ich dachte mir, ich mache hier ein bisschen YOLO und... YOLO, scheiße. Dann hast du halt auch noch einen reinen blauen Herzen-Run. Das macht die Sache nochmal so viel schwerer. Walls of Steel, bitte. Speed down, fuck. Oh, was passiert mit dem Wiggle Wiggle? Ah, sieht gut aus. Oh, es braucht so lange zum Aufladen, ey. So, dann gibt's zwei. Ja, Monsters Lunge kann schon stark sein. Was haben wir hier? Shot, Speed und Damage Up. Ach, das Kettle-9-Ding. Ich kann doch eh keine Deals machen. Was soll denn der Geiz? Vor allem werde ich keine Deals machen, wenn ich nicht mal weiß, was da drin ist. Curse of the Unknown gefällt mir gar nicht. Der Run ist hart. Natürlich kommt Super Greed. Vorteil, sehr schnell down. Okay, Kati gibt Vollgas. Auch wenn es lange dauert, ich werde jetzt jedes Feuer ausmachen, aufgrund der Tatsache, dass hier natürlich irgendwo ein Seelenherz sein könnte. Ich meine, an sich macht dieses, macht das Feuer... Ja, das macht genau so lange Spaß, bis du davon wieder auf die Fresse kriegst. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay. Nice, Halo und Engelsraum. Rosary, das ist sogar sehr gut, wo ich jetzt eh nur...
Ja, ich check den Subtrain heute noch nicht so ganz. Rosaray ist gut wegen Seelenherzen und so. Scheiße, ich hasse das. Ich muss genau das vermeiden. Dass ich von der Scheiße selber getroffen werde. Das ist irgendwie leichter gesagt als getan. Das war ein nicer Schuss. Der war nice. Wir sind schon Deaths 2, ne? Dann kann ich das am Ende machen. Bum Friend. Ah. Tendenziell nicht so schlecht. Ja, komm. Machen wir mal. Ah, genau das wollte ich doch verhindern. Ja, auch eine Möglichkeit. Dann bräuchte ich aber mindestens noch ein paar Schlüssel. Das ist natürlich sehr geil mit Monstrous Lunge, weil du sau viel Damage auf viele machen kannst. Das wäre ein Schlüssel. Einen brauche ich noch, dann könnte ich alles rausholen. Okay. Ratio, Glückwunsch. So, da wäre der Boss. Nummer 1, PhD. Ja. Ja, machen wir. Holen wir uns das hier noch. Und dann gibt's ein Eternal Heart. Sau gut. Ich brauche doch noch einen Schlüssel. Warte mal, vielleicht kann ich im Arcade-Raum noch einen rausholen. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ja auch doch. Das ist nicht der richtige. Komm, 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 komm. Nice! Wie verhält sich das mit dem? Nee, ist scheiße. Sehr gut, dann kann ich nämlich das machen, was ich machen wollte. Moment mal, warum habe ich einfach einen Pilz? Wo habe ich meine Karte aufgehoben? Hä? Ich hätte doch eine Emperor-Karte. Wo ist die hin? Wo ist meine Emperor-Karte hin? Zum Fick ist meine Emperor-Karte hin. Hä? Wo ist meine Emperor-Karte geparkt? Da hinten? Sachen gibt's. So, dann werde ich jetzt mal die Emperor-Karte geschickt nutzen.
die war im Shop. Danke, danke. Nehme ich. Nehme ich. Und tschüss. War das eine geile Kombo? War das eine geile Kombo? Ich hab schon fast am Überlegen, den Boss Rush zu machen. Da ist die Sojamilch, ne? Aber das Robo-Baby ist auch geil. Ah, was ist jetzt cleverer? Was ist jetzt cleverer? Sojamilch oder Robo-Baby? Ich meine, ihr müsst den Boss-Rush mit Eden ja eh schaffen. Es ist verlockend. Hätte ich jetzt mal die Emperor-Karte noch. Oh mein Gott, so viele sagen Sojamilch. Okay, komm. No risk, no fun, oder? Okay, beim ersten Gegner schon viel zu viel Leben verloren. Kann halt... Ah! Die leben viel zu lange! Kann er sauschnell aufladen, ne, aber... Oh oh. Nicht das Gefühl, das war eine gute Idee. Ich glaube ja nicht, dass das eine gute Idee war. So mit normalen Herzen okay, sag ich, ne? Aber nur mit Soul Hearts? Die sterben gefühlt gar nicht, die Gegner. Alter, Damage 99, ey. Oh wow. Ich glaube spätestens jetzt. Oder. Na, ich schaff das nicht. Macht kaum Damage. Ich glaube, die Sojamilch war eine scheiß Idee. Sojamilch ist auch ein Kack-Item eigentlich. Boah. Wird hart. Ganz ehrlich, ne? Scheiß auf alles. Ich will, wenn ich den Boss noch schaffe, wäre mir das sehr viel wert, weil dann habe ich mein Achievement. Wo ist Loki? Da hinten. Ich hätte lieber das Robo-Baby nehmen sollen, ganz ehrlich. Fuck, was hat mir Schaden gemacht?
Oh, so ohne normalen Herzen wird das richtig hart. Was macht mir denn da teilweise Schaden? Sind das die Kackhaufen? Das Gefühl, ich berühre die nicht mal. Warte, erst die Larrys. Boah, es ist übel, ganz ehrlich, es ist richtig übel. Wo ist der Rest von denen? Wenn ich den Boss Rush schaffe, habe ich alles erreicht mit ihnen für heute. Ach, das hätte ich sehen müssen, das war doof. Nein, Monster trifft mich. Gertie. Erstmal Chubb, oder? Oh, diese drecksroten Kackhaufen. Oh, fuck. Das Monster 2. Gertie ist wohl irgendwie down gegangen. Fucking hell, Alter. Das war eine scheiß Idee. Oh. Ah, diese Kackhaufen! Schon wieder! Das ist das Einzige, was mich hier tötet, die Kackhaufen. Ganz ehrlich. Schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das ist anstrengend. Fuck. Ich kann nur hoffen, dass da genügend normale Herzen rumliegen, die mich mit Polaroid irgendwie retten. Aber spätestens jetzt mit Bloat ist vorbei. Spätestens jetzt mit Bloat werde ich keine Chance mehr haben. Herz. Oh. Lebt Bloat noch? Ja, natürlich lebt er noch. Was ist das für eine Frage? Bloat ist tot.
kann es unter Umständen schaffen. Komm her jetzt. Pestilenz, erst Pestilenz. Wo ist der Typ? Für meinen parkt da hinten in der Ecke. Und für meinen dumm ist, okay, für meinen ist dumm. Fuck, Leute, das ist das Heftigste, was ich bisher gemacht habe. Richtig hart. Ich hoffe, ich werde belohnt für das, dass ich mich jetzt hier gefühlt seit 3 Stunden den Arsch aufreiße. Es kommt leider noch Death, War. Fallen und Headless Horseman. Schön wird das nicht. Fuck. Scheiße, hat mich erwischt. Boah, ich war One Hit. Das war One Hit. Ich hoffe, ihr habt was draus gelernt. Die Sojamilch ist scheiße.